Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Super Mario 64 und wir haben 68 Sterne. Also brauchen wir nicht mehr viel bis zu den Endleser 70 Sternen und ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich Lust dazu habe, wo wir ringehen können, wo wir gucken können, wo wir noch Sternche abkriegen, gelle. So. Denn wir dürften... Gehen wir back to the roots. Ne, das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Mario, nein. Nein, Mario. Mario. Mario, ne. Mario. Mario, hier. Biberberg Bob, glaube ich. Das ist doch das, oder? Da hatten wir nur 3 Sterne. Biberberg Bob. Besiege den schnellen Pinguin. Dann machen wir das. Naja, fast. Ja, komm. Na, hallo Mario, du siehst da aus, als wolltest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen sollten. Und ich sage, na klar. Es ist zwar noch niemand gelungen, es ist zwar noch niemand gelungen, mich zu besiegen. Mich, den Schildkröten. Mann, was nicht los, den Schlitterkönig aller Klassen zu besiegen. Aber du kannst ja einmal versuchen. Wie steht's? Aber komm. Auf Nummer läuft überhaupt? Ja. Und komm. Die Kurve sind wir hier am beschissensten, weil wir müssen rechtzeitig zurück. Und ja. Die elende Aussprache abkürzt zusammen letztens mal. Alter, ich seh nix, du Kackratze. Na. Oh, fuck. Mamma mia. Sony. Sony, mein Freund, so haben wir nie gewettet. Das versuchen wir gleich nochmal. Bubaba. Komm, das müssen wir jetzt schaffen. Concentration. Concentration. Ja? Mann, so wie zum Thema Concentration. Das ich aber auch, ich muss jetzt hier mal Ring abziehen. Das ist sonst, das liegt alles nur am Ring. Na, aber. So, jetzt konzentrieren. Der bescheißt ja auch noch, ne? Der bescheißt. Nein. Was war das? Einmal versuchen wir es noch, sonst muss man Leben holen gehen. Das ist scheiße. Also das, ja, das ist heute ein bisschen verglichen. Heute ist aber auch eine Wärme. Heute am 28. ist das, wenn ich die Session hier mache. Also eine Schwüle. Boah, es liegt alles nur daran. Es liegt nicht an meinem Können. Ich kann es. Ne? Ist ja. Es krabbelt. Okay, jetzt sind sie schnell. Auch wenn mal kurzzeitig von liegt, das ist nicht so schlimm. Wir müssen jetzt nur Concentration. Ich hab das als Bubble auch geschafft. Alter, eine Misthippe. Ah!
Au. Hä? Au. Guckst du was? Du hast mich geschlagen. Ich hab dich besiegt, Digga, nicht geschlagen. Also, meinst du so Unterstellungen hier? Das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schlittermeister, den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht erreichen, aber nimm diesen Powerstern. Du hast ihn dir verdient, wa? Geh doch, Digga, komm. Rück raus damit. Du altes Ludi, Tudi, Mudi, Pudi. Mein Sternsprung, hey! Here we go, here we go, here we go. So. Speichern und wir gehen wieder Leben holen. Au. Denn wenn wir hier weitermachen wollen, das wird riskant. Und ihr wisst ja, was Leben gibt. War gibt es viele Leben? Es draußen gibt es viele Leben. Wenn wir hier rumgehen, springen hier runter, du kurz die Arschbombe und lassen uns hier reinfallen. Da und da. Ich muss schon immer weiter rüber, oder was? Die sieht doch gut aus, sieht das so. Da ist alles hier. Da unten auch noch eins, da hinten ist noch eins, ne? Ne? Oh, genau. Alter. So. Du drehst erstmal wieder. Und rein. Ins Verderbnis. So. Da haben wir das da wieder, wa? Da haben wir den Leben, die wir beim Racing verloren haben, ja wieder gut gemacht. Au, das ist nicht hängen bleiben, Digga. Blub, 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 blub. Wah! Huhu! Haha! Da ist noch ein Gitter davor, das können wir noch nicht. Das können wir noch nicht machen, gell? Weißt, das sind so komische Fenster. Ist das auch ein Insider von den Programmierer gewesen? Oder ist das kein Insider von der Programmierer gewesen? So. Da gehen wir doch nochmal hier rein. Und wir werden mal sehen, was wir hier noch rausholen können. Finde, ach so, die 8 roten Münzen. Ja, das ist ja jetzt nicht schwer. Da, 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 da. Mann, war das cool. Aber oder scheiße. Habe ich Brücke zerstört, überqueren des Einstein. Eistal in der Gondel. Alles klar. Jo, ne? Sehe ich schon da, Junge. Das sieht aus wie... Guck rein. Das ist ein Teleporter. Bin ich schon jetzt? Ich bin schon unten. Ei. Ja, ist gut. Ja,
Ach, du Kleine, ich will genau. Tut mir leid. Geht nicht? So. Bestimmt hier hinten irgendwo noch einer versteckt. Das ist doch meistens so. Ach, Schlaui. So, und dann rutschen wir. Warte mal, das hinten war einer. An der Seite oder so, glaube ich. Da muss ich wieder hoch, gell? Ah, da gehe ich erstmal von oben nach unten. So, bist du schon ein Teleporter? Da ist er, oder? Was ist ein Eis dazwischen? Was ist das? Da komme ich, wenn ich da drunter rutsche, oder komme ich hin? Ich hab doch... Hammer. Ach, weil ich hier dagegen geklatscht bin. Scheiße, Alter. Hey, komm her. Das ist ja fies. Das kommt man ja gar nicht hin, oder? Sag mal, ja. Das ist so eine Eisstütze. Okay, 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 okay. So. Da war einer. Da war einer. So, erst mal gucken, was hier drin ist. Und wir machen Sorgen im Leben. Zack. Zwei brauche ich noch. Wo können die sein? Versteckt? Schnell! Mario! Ding! Mach kein Mist, mein Freund. Ah, warte mal, ich glaube, hier auf dem Weg, da, oh Gott, das sind Stühle. Oh, da, da war ich. Hab ich die Dingsen noch nicht gefragt, dass ich mir die Kanone aufmache? Ich kann nicht sagen, dass ich nicht meine rosa Freundin gefragt habe, ob sie mir die Kanone aufmache. Ist der jetzt unten, kommt nie hoch, oder was? Ach, da ist der Letzte. Ah, sie, da oben, seht ihr? Hier, mein Münz. Anzahl von meinen Goldmünzen. Ich hab's gerade gesehen. Nein. Oh, Alter. Ich feier erst einmal, dass das hier rutschig ist. Will ich da hauen? Okay, das geht nicht, das geht nicht gut, das geht nicht gut. Das geht nicht, das geht nicht gut. Vorsicht, Brücke zerstören. Überquere das Eistal in der Gondel. Immer dieselben Schilder. Jo, jetzt muss ich bloß dorthin kommen. Bum, 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 bum. Lass mich raten, mit Weitsprung klappt nicht, aber wir probieren es mal. Oh doch! Also, bin ich denn hier?
dieses Rutschding. Ach du Grüne. Okay, jetzt wollen wir nicht viel. Here we go! Oh, sehr spannend. Du hast... Siehst, du hast 70 Power-Sterne gesammelt. Jetzt kannst du das Geheimnis der endlosen Treppe lüften. Begib dich zum finalen Duell mit Bowser. Jo, wir holen uns noch ein paar Leben. Und dann werden wir Bowser mal kräftig in den Poppes treten, würde ich sagen, oder? Das machen wir. Das machen wir, 7 Leben. Ihr wisst, der Biba-Buba-Bowser, das ist nun jetzt nicht der freundlichste, ne? Sag ich mal so. Deswegen sage ich sicher, ist sicher. Und wir wollen uns noch beleben. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Reihenfolge. Mann, bin ich ein Duff. Achso, da, da. Und da, glaube ich. So, 10 Leben sieht gut aus, oder? Und da sehen wir am Fluse der Leidenschaft wieder gelandet. Gab es hier nicht immer ein Geheimnis? Können wir wieder rein? Ich will wieder zurück. Ich will wieder zurück. Nee, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht, sagt er, wa? So. Dann würde ich, jetzt komm doch mal, jetzt spring doch. Mario! Was macht er endlich, Mario? Ich sag dir's. So, jetzt sind die Dinger kommen. Okay. Okay, okay, okay. Da, 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 da. Oh, gibt's hier einen normalen Weg, stimmt. Wir können ja auch laufen. Schönen Garten. Schmetterlinge. Oh, egal. Wir gehen jetzt zu Bowser. Und da geht's gleich rund. Unter die Bund, so, schon mal. So, wir haben 10 Leben. Ich hoffe, das reicht. Das ist ganz in Ordnung. Dass wir den Bowser hier jetzt mal so kriegen, wa? Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, ihr drückt mir ja ganz fest den Daumen, dass das auch ganz gut läuft heute. So, das ist ja dann quasi so. Fast die letzte. Man kann natürlich alle Sterne noch sammeln. Aber da ich noch musikalisch üben muss wieder, mache ich erstmal eine Pause und fange dann wahrscheinlich erstmal ein anderes Spiel an. Aber da muss ich auch erstmal wieder auf neue Webcam warten. Bestellt aber, ihr wisst ja, wie das manchmal ist. Und so hin und her. Und dann dort kriegst du eine und dort. Und au, und man läuft gegen die Wand oder nicht. Und dann wird's. Und dann aber und hier. Ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Oder? Aber ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Den bösen, bösen finalen Bowser seht ihr natürlich erst in der nächsten Folge von Let's Play Super Mario 64.
Sorry. Aber wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, wie ich den Endlaser Bowser besiege und Prinzessin Peach befreie, Entschuldigung, dann klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten, wenn es euch nicht gefallen hat, dann wisst ihr. Cut it out.